Okay, ey, komm, wir gucken uns das an. Bevor dieses Video anfängt, möchte ich euch kurz eine Sache sagen. Vor kurzem ist ein Twitch-Streamer, YouTuber an Corona erkrankt und lag auch deswegen sogar im Koma. Mittlerweile ist er alhamdulillah wieder erwacht und ist mit seinem Bruder fleißig auf Twitch am Stream. Stattdessen habe ich KuchenTV ein Haus gekauft und so viele Videos wieder bei mich gemacht. Scheiße. Ja, Konrad, ja, bin ich. Und lasst mir uns ein bisschen Liebe da. Und jetzt geht's los mit dem eigentlichen Video. Dieses Video hier ist als eine Art Fortsetzung zu meinem... Ja, wenn geht jetzt wieder Eier lutschen, das mache ich gern. Phronix, Kuss. Corona wieder zu verstehen. Schon damals habe ich auf das Missmanagement und die fatalen Folgen im Umgang mit der Corona-Pandemie seitens der dafür zuständigen Behörden und der Bundesregierung hingewiesen. Doch heute möchte ich mich darauf konzentrieren, was in der deutschen Influencer-Szene, zu der ich leider zum Stück weit auch zähle, zum Thema Impfung so abgeht. Was ist denn das hier? Was ist denn das für eine Seite? Guten Abend, Kevin. Das ist YouTube-Wiki. Das ist YouTube... Warte mal, bin ich auch bei YouTube-Wiki? YouTube-Wiki... Hä? Ich hab einfach... YouTube... Ein YouTube-Wiki-Account mit meinem Profilbild. Abonnentenanzahl stimmt einfach. 130.000. Hä, hey, wer trägt denn das ein, dass das 130.000 sind? What the fuck? Hier steht einfach auch noch was zu mir. Freunde, QNTV, Chasnero, Baku, Toni, Cutter. Und wer hat das gemacht? Was? Hier steht einfach so Alpha Kevin Games, Inkev, Twitch, Arbeit. Junge, hier steht hier jede Information über mich. Das ist eine absolute Frechheit. Was ist da denn los? Ey, das wusste ich nicht, dass es eine Seite über mich gibt. Es war Firegrown, scheiße, Mann. Ja gut, dann gibt's mir doch noch ein Roast-Video gegen Fire Gordon. Das gibt ja, geht gar nicht mehr. Erstmal vorweg. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass selbst bei so hochsensiblen Themen wie der eigenen Gesundheit und der Macht darüber die Meinung bzw. Überzeugung mancher Influencer einfach käuflich ist. Und das ist wirklich ekelhaft. Weil ja, ich meine, ich bin doch nicht der Einzige, der festen Überzeugung ist, dass sich beim Thema Impfung jeder seine eigene Meinung bilden sollte, das im Anschluss dann selbst zu entscheiden, ob er sich jetzt impfen lassen möchte oder nicht. Dem stimme ich zu. Und genau diese Meinung sollte meiner Einschätzung nach frei von Einflüssen irgendwelcher Influencer sein, denn... Diesem stimme ich ebenfalls zu. Maxilium, danke für den Sub, Bruder. Wie das Wort bereits aussagt, kommen Influencer in der Regel ihrem Job des Influencens nach. Aber wie komme ich jetzt überhaupt wieder auf dieses Thema? Ich habe letztens... Okay, es kommt wieder Stichlein. Ich habe ein Video von meinem Lieblingsinfluencer KuchenTV gesehen. Und Leute, ich bin euch ehrlich. Ich sag einfach irgendwas, ich hab's für uns gemacht. Ich bin ein Held. Das war für uns. Wie willst du hier ficken, Digga? Man hätte ohne weiteres davon ausgehen können, dass er... Ich halte jetzt die Fresse, ich sag jetzt nichts dazu. ...propagierte Meinung in diesem Video bezahlt wurde, so überzeugt, wie er da von der Impfung spricht. Und daran gestorben sind 1028 Personen, runtergerechnet 0,001%. Hierbei sei aber direkt gesagt, dass das nur Verdachtsfälle sind. Diese 1028... Ey, verdammt, wirklich, das ist gerade gar nicht gut, dass er das Thema anspricht. Das ist gerade gar nicht gut, dass er das Thema anspricht, weil... Das kommt jetzt echt wieder doof rüber, wenn ich sag, dass ich nicht auf Tims Seite bin. Bei dem Video. Aber es ist halt einfach so, ich bin nicht der Meinung von KuchenTV und lass mir sagen, dass ich automatisch dumm bin oder scheiße bin und verantwortungslos bin, nur weil ich mich mal nicht impfen lasse oder weil meine Meinung zu impfen kritischer ist als die von anderen vielleicht. Ja? I love to be me, danke für die 300 Bits, Liebe geht raus. Und das sag ich, dem es scheißegal ist, ob ich mich jetzt impfen lasse oder nicht, ja? Ich möchte an der Stelle bloß sagen. Cheer 300. Liebe geht raus, ich danke dir vielmals, mein Engel. Ey, wirklich, es wird immer frecher. Wer war jetzt der Furzer? Aber ich bin euch ehrlich, ich habe nichts gegen Leute, die skeptisch gegenüber dem Impfen sind. Und ich habe auch nichts gegen Leute, die sagen, die lassen sich impfen. Aber zu sagen, dass die Leute, die skeptisch gegenüber Impfen sind, dumme Menschen sind oder so, und dass es absolut unbegründet ist, warum da eine Skepsis auftritt, ist halt Quatsch. 28 Personen sind nicht zu 100% sicher an der Corona-Impfung gestorben. Alles darüber hinaus kann halt oftmals einfach nicht mehr mit der Impfung in Verbindung gebracht werden, weil der Stoff, wie gesagt, halt nicht mehr im Körper ist und du ja quasi täglich anderen Dingen ausgesetzt bist. Ein wesentliches Problem der Impfung bleibt nun mal, dass die Nebenwirkungen langfristig nicht absehbar bleiben und deswegen sind geimpfte Personen gewissermaßen Teil einer Live-Studie. Natürlich gibt es mehrere Stadien, die ein Impfstoff auch per Notfallzulassung erst einmal durchlaufen muss. Die Wirkung oder Nebenwirkungen auf den menschlichen Körper können aber nach wie vor auch nur erahnt werden. Und das Gefährliche an diesem Umstand bleibt, dass in 10, 20 oder von mir aus auch 30 Jahren langfristige Nebenwirkungen eintreten können, die dann nicht einmal sofort auf die Corona-Impfung zurückgeführt werden, weil ja eben dann kein umgehender Zusammenhang hergestellt werden kann. Die Skepsis, die manch ein Ungeimpfter daher noch hat, ist also vollkommen verständlich. Aber wo erfahrtest du, was würde dich überzeugen? Ja, das Ding ist, ich bin sowieso schon an dem Punkt, dass ich mich auf jeden Fall impfen lasse, weil ich mir auch so sage,
Das ist halt das Problem so. Ich meine, es wurde ja gesagt, es gibt keine Impfpflicht, aber für mich ist es eine Impfpflicht, wenn die auf einmal bei jeder Scheiße so einen Test haben wollen und der Test kostet 20 Euro oder so oder über 10 Euro. Also das ist für mich halt auch schon gefühlt eine Impfpflicht, so, weil ich gebe doch keine 10 Euro für die Scheiße aus. Das ist halt mies. Deswegen werde ich mich auf jeden Fall bis in einen Monat impfen lassen. Ne? Aber ich sehe es ehrlich gesagt wie ABK. Muss ich euch ehrlich sagen. Weil es gibt niemand das Recht, darüber zu entscheiden, wer dumm ist und wer nicht wegen dem Impfthema. Ich finde, es ist ein kritisches Thema, aber man sollte jetzt nicht deswegen sagen, ja, du bist nicht geimpft, du bist so verantwortungslos gegenüber anderen Personen. Es hat doch seine Gründe. Lass doch die Leute. Und die Frage ist doch, warum soll der Staat weiterhin... Es ist eine indirekte Impfpflicht auf jeden Fall. ...überflüssige Tests bezahlen, wenn das halt einfach nicht mehr nötig ist, weil es ja jetzt diese Impfung gibt, womit die Tests dann überflüssig sind. Bezüglich der Kosten für die Schnelltests. Die finanzielle Last jetzt vollständig auf den Steuerzahler abzuwälzen, ist immer noch nicht ganz gerecht. Denn das Thema müsste man fairerweise differenzierter betrachten und mal das gesamte Missmanagement... No front, das heißt aber, dass dir Geld wichtiger als deine Gesundheit ist. Ich glaube, das ist ein verschobenes Argument, um sich zu schützen. Ist ja okay, aber ich glaube, das ist der Kern der Sache. Ich bin dir ganz ehrlich, Freiheit ist mir wichtiger als meine Gesundheit. Und das ist das größte Problem. Ich finde Freiheit dann einfach wichtiger, so. Dann, ich habe keine Lust, bei jeder Scheiße, wenn ich irgendwo mal hingehe, mich direkt testen zu lassen, dann hat manches vielleicht nicht auf. So, und dann habe ich ein Problem, so kann ich mitmachen. Ich will aber mit Leuten auch noch was machen und das ist das einzige Ding. Und das finde ich einfach schade, ja, muss ich ehrlich sagen. Jein. Diese Testzentren haben nicht 24/7 auf, zumindest nicht bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Aber ich kann nicht, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, komm, wir gehen spontan in eine Bar, dann kann ich mich nicht testen lassen. Weil es ist abends und da kann ich mich nicht testen lassen. So, und ich würde wahrscheinlich schon gerne mal in eine Bar gehen, ja, weil ich gehe manchmal in eine Bar. Oder wir gehen jetzt mal, komm, wir gehen heute mal spontan in eine Shisha-Bar, zum Beispiel. So, kann ich nicht machen, weil ich habe ja keinen Test, weil es ist halt eine spontane Entscheidung gewesen. So, bei uns haben die Testzentren nicht 24/7 auf. Die haben bloß, wir haben sogar nur Samstag, bei uns ist DRK, ist das, Deutsche Rote Kreuz, hat von, ich glaube, von 11 Uhr bis 14 Uhr auf. Keine Ahnung, also so nur ganz kurz. Da kann ich mir keinen Test holen. Die Bundesregierung mit einbeziehen, sei es der Kauf Millionen falscher bzw. nicht zu gebrauchender Masken oder die gesamte Fehleinschätzung der Risiken und Konsequenzen durch die Corona-Pandemie, die dadurch viel zu spät eingeleiteten Maßnahmen, die darauffolgenden zu frühen Lockerungen, die absolut fehlgeschlagene Entwicklung einer nicht funktionierenden Corona-Warn-App, die 64 Millionen Euro. Junge, vor allem, der Titel heißt, AVK hat seine Seele verkauft bei mir im Stream. Aber wobei, er hat sich ja auch selbst in die Kritik mitgenommen, als er das seine Seele verkauft. Das ist schon Euro auch. Steuergeld. Also, ich meine, ey, mit Wallah-Garantie, die Liste ist unnormal lang. Also wir wissen alle, besonders kompetent ist die Bundesregierung im gesamten Umgang mit der Corona-Pandemie nicht unbedingt gewesen. Und dann jetzt so eine passive Impfpflicht zu verordnen, dadurch, dass die Kosten für die Tests nun der Bürger zu tragen hat, überzeugt Personen, die einfach nur Bedenken den Impfstoff gegenüber haben, wahrscheinlich auch nicht. Und darüber hinaus bleibt sogar das Risiko, dass auch Geimpfte nach wie vor mit dem Virus angesteckt werden können. Und diese Personen, die, wie du selbst sagst, sich nicht impfen lassen können, mitunter weitergeben. Daher stellt sich wohl kaum die Frage nach dem Sinn der Tests. Diese jetzt vollständig abzuschaffen, ist also auch dumm. Und jetzt KuchenTV, beantworte mir mal die Frage, wer die Tests für Geimpfte tragen soll. Doch nicht etwa sie selbst, oder? Ich meine, der Aufforderung zur Impfung sind diese Menschen doch nachgekommen. Also weshalb eine weitere finanzielle Belastung für die bereits Geimpften? Jedenfalls gibt es auch Influencer, bei denen sich der Verdacht erhärtet, dass ihre Meinung fürs Thema Impfung käuflich war. Neuerdings kommt ganz plötzlich das Bundesministerium für Gesundheit mit einer Kampagne pro Impfung an. Die bezahlen allen Ernstes Influencer dafür, dass sie Werbung für diese Corona-Impfung machen. Und Montana Black hat sogar selber in einem Stream indirekt geleakt, wie viel er sogar dafür geboten bekommen hat. Leute, 50.000... Was? 50.000 einfach? Für einen Spot? 1000 Euro für so eine kurze Werbung. Und diese gekauften Statements von den Influencern sind dann so motto-authentisch in ihrem eigenen Stil gehalten. Und da prangern die dann an, dass die bisher aufgeführten Gründe von Impfgegnern bzw. Skeptikern eher profan als tief begründet sind. Und oftmals enden diese Spots mit einer eindringlichen Aufforderung, sich doch jetzt endlich impfen zu lassen. Ich lasse mich nicht impfen, weil ich Angst vor der Nadel habe. Hattest du auch Angst, als du dich botoxen lassen hast? Oder bei den Tattoos auf deinem Körper? Ich glaube nicht. Also lass dich impfen. Warum hat dich das Bundesministerium für Gesundheit nicht gefragt, ob du mal Werbung für eine Kampagne machst, wo man das Thema Übergewicht anspricht? Ich glaube, das wäre noch viel, viel passender gewesen und auch noch viel authentischer, anstatt auf Krampf zu versuchen, irgendwie in diese Impfwerbung reinzupassen. Ich meine, beim Thema Übergewicht hätte ich das Video sogar stumm gucken können und würde sehen, dass das Ganze authentisch ist. Und du wärst auch für mich und meinen adipösen Körper definitiv eine Hilfe gewesen. Oder hier, gebt euch mal InScope. Ich lass mich nicht impfen, weil ich jung und unsterblich bin, Alter! Entspannend. Du solltest der Gesellschaft erstmal unter die Arme greifen, weil die Impfung... Schiebt aber mal... Ich schwöre, ich kenne die Werbung nicht mal. Ich habe, glaube ich, noch keine Werbung gesehen, außer bei TikTok. Und bei TikTok war es schon unfassbar cringe. Ganz anders!
Lass es doch uns einfach. Damals warst du noch nur Packer und hast versucht, dich mit irgendwelchen Delfinen anzufreunden. Und jetzt bist du auf einmal eine Spritze geworden. Das ganze Verhalten der Influencer... Ey, finde ich aber auch nicht gut so. Ich meine, entweder man macht es von sich aus und sagt, ja, also ich finde Impfen ist eine gute Sache und so und sagt das halt öffentlich. Aber Geld geboten zu bekommen, um Leute dazu aufzufordern, impfen zu gehen, finde ich jetzt auch nicht unbedingt sehr krass. Ja, muss ich an der Stelle auch sagen. Und was ich auch krass finde, ist, dass man, also jetzt nur mal so, nur weil man sich nicht geimpft hat oder skeptisch gegenüber dem Impfen ist, dass man automatisch ein Verschwörungstheoretiker ist. Ist euch das mal aufgefallen? Also bei mir war es auch so, ich habe das mal gesagt dazu, was bist denn du für ein Verschwörungstheoretiker? Und ich denke mir so, what the fuck? Warum bin ich denn ein Verschwörungstheoretiker? Ich sag doch nicht mal irgendeine Theorie. Ich kenne mich noch nicht mal irgendwie damit aus, dass ich irgendeine Theorie überhaupt aufstellen könnte. Ich habe kein Biologie studiert. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe die Leute, die sich impfen lassen, aber die sich nicht impfen lassen, verstehe ich auch. Natürlich die Leute, die auf irgendwelche Corona-Demos gehen und einen Sandsack über den Kopf gezogen haben und sagten, das ist ihre Maske oder mit einer Gasmaske rumrennen, das sind natürlich dämliche Menschen, da braucht man gar nicht drüber reden. Aber Leute, die halt zu Hause sind und einfach bloß das Ganze skeptisch betrachten, das ist doch nicht verwerflich. Sein Bezug auf diese Impfung ist auf mehreren Ebenen zu kritisieren. Erstmal ist es offensichtlich, was das Bundesministerium sich dadurch erhofft. Durch den ganzen Fame der Influencer sollen Personen, die sich vielleicht oftmals an der Meinung ihres Lieblingsinfluencers orientieren, dazu bewegt werden, sich impfen zu lassen. So nach dem Motto, wenn schon Sandra und ImpfScope 21 mir zur Impfung raten, dann brauche ich bestimmt keine Bedenken zu haben. Halt dieses typische jemanden beeinflussen, für das halt eben die Influencer verantwortlich sind. Natürlich drängt sich die Frage auf, wie unbeeinflusst die Meinung einer Person dann noch ist, die bis zu diesem Zeitpunkt ganz normale gesundheitliche Bedenken hatte. Ich meine, das ist eben das Problem, jeder ist selbst einander Experte, man kann das jeweils andere Lager sowieso nicht überzeugen. Ja, es stimmt. Es stimmt auf jeden Fall. Wobei jeder hat so seine guten Punkte, jeder hat so seine dämlichen Punkte. Ich meine, wir reden hier immer noch nicht über irgendeine Billo-App, die man sich downloaden soll oder Merch, für den hier einfach Werbung gemacht wird. Nein, es geht hier um den potenziellen Eingriff in. Stellt sich nun auch die Frage nach der Zielgruppe. Wer wird hier eigentlich zur Impfung animiert? Sinnvoll wäre es hier mal die Sichtung der erreichten Konten durch die Werbespots zu sehen. Geht es hier überhaupt schon um mündige Personen oder werden hier zum Teil auch Kinder mit einem Thema konfrontiert, das sie so im Umgang ihrer Influencer mit sonstigen Themen nicht gewohnt sind? Ich stelle mir einfach nur auf ethischer Ebene die Frage. Mit ruhigem Gewissen könnte ich niemanden von etwas überzeugen, was nicht einmal vollständig erforscht sein kann. Daraufhin startet ABK auch mit den ersten Verschwörungsmythen. Also ganz for real, ich habe dazu eine ganz klare Meinung. Ja, ich weiß. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich mich zum Lager der Impfskeptiker bzw. Gegner zähle. Ich würde bei Werbung einer solchen Geschichte nur sehr darauf Wert legen, als unbefangen zu gelten. Weitere Fragen, die mir so in den Sinn kommen, wären zum Beispiel, wie viele Influencer tatsächlich vom Thema der Impfung überzeugt sind und ihre Teilnahme an der Kampagne nicht nur... Was ist denn vollständig erforscht? Na, Dinge mit Langzeitstudie, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also so ziemlich jede Impfung, die so am Start ist, die ist schon jahrzehntelang erforscht. So, da weiß man, was die Nebenwirkungen sind. Also ich glaube, bei Corona kann man doch am einfachsten sagen, ja, man weiß halt nicht in der Langzeitstudie, was alles Nebenwirkungen sind, was alles auftreten kann. Darum geht's ja. Aus finanzieller Motivation entstand. Dazu hätte es auch einfach ausgereicht, wenn jeder Influencer am Ende des Werbespots einfach mal seinen Impfpass so als Beweis in die Kamera hält und dann zeigt, ey, hier, ich bin wirklich geimpft. Traurig ist auch, dass so manch ein Influencer ist, der jetzt für den vermeintlich guten Zweck in Erscheinung tritt. Obwohl es schon seit Anbeginn des Internets Zwecke gab, für die man sich hätte absolut einsetzen können. Aber naja, zugegebenermaßen hätte es sich bei den meisten Dingen um ehrenamtliche Werbetätigkeiten gehandelt. Ah, stimmt, da steckt das Wort Ehre drin und das wäre für viele Influencer... einfach halt nichts. Dieses ganze Ding mit dem Impfen macht auch einige Leute schon verrückt, weil ich meine, es gibt Menschen, die wollen sich nicht impfen lassen, aber trotzdem nicht auf ihre Freiheiten verzichten. Und einige dieser Leute schlagen dann einen illegalen Weg ein, indem sie zu irgendwelchen Ärzten gehen, die dann für dich bewusst daneben spritzen, so wie ich beim Sex. Und dann wird trotzdem in deinem Impfheft eingetragen nach dem Motto, du hättest dich gerade impfen lassen. Aber seid vorsichtig, Leute. Ich meine, diese gängige Masche, die gerade auch von einigen Ärzten durchgeführt wird, ist ziemlich gefährlich. Ich meine, jede Impfung muss ja auch von der Krankenkasse irgendwo erfasst werden. Also könntet ihr schon irgendwo auffliegen, wenn ihr also... What the fuck? Also erstmal davon habe ich noch nie was gehört, dass irgendwer daneben spritzt. Also mit der Spritze, ja, ihr wisst schon Bescheid. Das habe ich auch noch nicht mitbekommen, dass das irgendwie im Gange sein soll, keine Ahnung. Einfach diesen illegalen Weg einschlagt und dann zum Arzt geht und das Ganze von der Krankenkasse nicht erfasst wurde, dann würde das doch spätestens da irgendwann mal auffallen. Und außerdem ist das Ganze auch ziemlich rücksichtslos den anderen Menschen gegenüber. Ja, well, Mohim, am Ende des Tages bleibt es jedem Influencer selbst überlassen. Ich höre nur von Fake-Impfpässen. Ja, das von Fake-Impfpässen habe ich auch schon gehört. Aber dass jetzt die Ärzte mit der Spritze falsch ansetzen, habe ich noch nicht mitbekommen.
wofür er in welchem Rahmen Werbung machen möchte. Aber sobald eine Meinung offensichtlich käuflich erscheint und das im Rahmen eines ethisch schwierigen Bereiches ist, ich will jetzt auch hier keinesfalls das Schwarz-Weiß-Bild weitermalen. Doch sollte es bei solch einer fundamentalen Entscheidung eben jedem selbst überlassen sein, wie er sich entscheidet. Weil eben jeder ganz individuell für sich seine Gründe für als auch gegen die Impfung hat. Und aus diesem Grund spielt es auch gar keine Rolle, ob ich mich für oder gegen die Impfung entschieden habe. Ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich, ja. Ich finde auch immer dieses Rechtfertigen, ob man sich geimpft hat oder nicht. Jetzt, wie gesagt, ey, manche sagen ja auch so Body Positivity, da wird auch gesagt, ja, man soll auf seinen Körper achten. Nee, ich finde es wirklich, ich muss bei der Thematik wirklich sagen, jeder hat selbst zu entscheiden, was mit dem Körper passiert. Muss ich euch ehrlich sagen, jeder hat das selbst zu entscheiden. Ich finde auch nicht, man sollte jetzt die Leute dazu auffordern, sich impfen zu lassen oder nicht impfen zu lassen oder sonst irgendwas. Jeder hat das eigene Recht auf seinen Körper, was mit dem passiert.